Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Thief. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen hier weiter. Beim letzten Mal waren wir in diesem Keller der Wache und haben wie hieß sie noch, Isabel befreit. Und die ist jetzt auf dem Weg zurück zu Vittorio. Und wir stecken jetzt hier irgendwo in der Ecke. Da kamen wir gerade runter. Und wir müssen jetzt mal gucken, wo es denn weitergeht. Da war vorne an dem Eingang, wo wir hier überhaupt rein sind. Moment mal, kann ich da durch? Da war noch eine Ecke, die ich mir gerne hätte ansehen wollen, aber... Nö, da kann ich gar nicht durch, okay. Vielleicht kommen wir da jetzt ja hin. Moment mal. Kamen wir von da oben runter? Oder kamen wir da durch? Moment, ich guck mal eben auf die Karte. Toll, da sieht man ja sehr viel. Mhm. Gut. Das ist auch nicht so ergiebig. Na, mal sehen, was da hinter der Luke da ist. Okay. Also ich weiß gar nicht, oder kann man wir doch daher? Nee, glaube ich nicht. Aha. Ach, da steht ja jemand. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Okay. Okay, gut. Ah, und da ist frei. Ey, warte mal, die Gasse kommt mir irgendwie bekannt vor. Dann sehen wir doch nochmal auf der Karte nach. Okay. Ja, gut. Ich verhungere. Ja, dann... da liegt was. Ja, die Sache ist nur, komme ich jetzt an dem vorbei? Da ist ja nicht mehr. Ja, komm her, dann hau ich dir über den Haufen. Vielleicht schlafe ich heute. Ja, ja, heute Nacht schläfst du ganz bestimmt. Komm, hinter. So, ach, das ist was zu lesen. Köder und Schalter 4, aha. Gut, jetzt gucken wir erstmal da noch. Oh, das hat sich gelohnt. Und wir haben schon wieder so viel Geld. Ha, das gefällt mir und das freut mich. So, da unten noch was? Nein. Und da war da auch noch was? Nö, da in der Mitte nicht. Okay, das war aber schon alles. Ja, den hätten wir ansonsten ablenken müssen. Ah, okay, wir haben jetzt noch was zu lesen. Nee, das ist doch nichts. Ja, wenn man das hier ausmacht. Okay, dann lesen wir doch mal was. Stone Market. Ah, Moment, da kann ich die andere Maus nutzen. Da, Köder und Schalter 4. Ach so, da gibt's gar nichts zu lesen. Ah ja, das ist bei Hector. Und da steht sowas drin. Genau, ich erinnere mich. Was war denn da? Ich weiß gar nicht mehr, was es damit auf sich hat. Ah, da musste man die Tafel abschrauben. Und dann konnte man da drauf drücken. Genau, ich weiß nicht. Das haben wir gemacht, das weiß ich noch. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern und daran auch nicht. Das da kenne ich ja, genau. Und was ich vorhin sagte, die Ecke, die wir noch angucken wollen, da stand nämlich auch so ein Obelisk. Da müssen wir noch hin, also das will ich gerne. Aber da sollten wir auf jeden Fall hinkommen, auch wenn wir jetzt nicht direkt da hinkommen. Wir haben jetzt sowieso von hier drin nur noch einen Weg, nämlich da lang. Die Nacht dauert ewig. Ach ja, genau, da war ich ja schon. Richtig. Boah, die Kerze da. Und von da kamen wir dann tatsächlich... Genau, ich weiß noch nicht mehr, wie es da aussah. Egal, jetzt gehen wir da weiter. Das ist ein Händler. Okay. Mensch. Ja, dann kaufen wir doch mal ein. Geh nachsehen. Mal sehen, was er denn so im Angebot hat. Da haben wir volles Inventar. Da auch. Feuerpfeil ebenso. Explosionspfeil. Ah, die sind so teuer. Aber die waren auch nicht schlecht. Mal sehen. Da haben wir auch voll. Da auch. Seilpfeil aber nicht, genau. So, gleich mal zwei kaufen. Dann stumpfer Pfeil. Ah, das war's schon hier. Vom Dingsbums, runterrollen. Leuchtbombe. Ja, damit kann ich nicht umgehen. Außerdem haben wir da genug, okay. Oh ja, und Mohn. Ja, komm, wir haben so viel Geld.
Apropos Geld. Ah, da kann ich nur verkaufen. Ja, okay. Nehmen wir davon was mit. Nahrung sollten wir alles haben, genau. Explosionspfeil. Nee, lass ich mal. Die kann ich bei einem anderen Händler auch kaufen. Umtausch. Ja, ich will auch nicht umtauschen. Da gibt es ja noch andere Händler. Oh Mensch. Die noch irgendwas im Inventar haben. Ja, schön. Also so Sondergegenstände. Ja, und wie komme ich da jetzt weiter? Da muss ich doch dieses Seil hochkrabbeln. Ach, dieses Tor war das, wo wir reinkamen hier. Hier, da. Das da. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern. Also wir mussten zu einem Tor hingehen und das wird wohl das gewesen sein. Okay, dann müssen wir jetzt da hoch. Warum da schon ein Seil hängt, weiß ich nicht, aber egal. Ja, okay. Ich dachte, da kämen wir her. Okay. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Das stört mich da. Ups. Dass da so ein Schrank steht. Denn der steht da nicht umsonst. Ich guck mal da. Kennen wir das? Ah, genau das kennen wir. Genau, da kamen wir ja rein, hier unten oder da. Nee, wir sind, glaube ich, hier hinten irgendwie rumgegangen. Wie dem auch sei, da kamen wir rein und jetzt sind wir dort. Okay, und ich wollte noch da hinten in diese Ecke und das da müsste dieser Obelisk sein. Okay, gut, alles klar, dann sind wir ja da, wo wir sowieso hin wollten. Moment, Spähen. Ah, und das ist doch den wir beim Pinkeln beklaut haben. So, da ist der Obelisk. Und da sehe ich doch eine Tafel dran. Ja, gehen wir erstmal dahin. Mal sehen, ob da irgendwas Interessantes ist. Wahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nicht. Boah, ist aber wirklich nichts Interessantes hier. Hoch kann ich da auch nicht. So, wo ist der Kollege? Der kommt gerade wieder an. Na, der wird uns auch nicht sehen. Jetzt hat er wieder eine Tasche. Mein Nacken schmerzt. Ja, dann klauen wir die eben nochmal. Aber jetzt müssen wir erstmal diese Säule da untersuchen, diesen Obelisken. So, da draußen müsste auch noch einer sein. Ja, genau, da ist er ja. Aber wir sind im Schatten und der kommt hier nicht rein. Hoffe ich doch. So, jawohl. Was haben wir denn da? Ich friere. Das hat offenbar nichts bewirkt. Ja, aber ich glaube, wir haben alle vier gedrückt. So, aber da draußen wollte ich ja auch noch hin. Moment, muss man immer auf die Karte sehen. Da draußen. Ach so, Moment, das war gar nicht der Obelisk. Dieses Viereck da, dieses Quadrat, das hier. Moment mal. Ah, Sammlerstücke. Wir gucken uns. Ja, die Tafel. Ja, gucken wir uns an. Archibald Northcrest Obelisk. Schau gen Erde, nicht gen Himmel, denn wir allein bestellen unsere Gärten. Archibald Northcrest Obelisk. Na gut. Zurück und weiter zurück. Karte ansehen. So. Ach, das ist der Händler. Waren wir bei dem? Ja, das kann schon sein. Also, egal. Ich will da jetzt hin. Moment mal, da steht ja jemand. Ah, gut. Ja, nur wie komme ich an denen vorbei? Ne? Das ist die Frage. Da drüber. Ach so, doch da. Da könnte ich irgendwie vorbeikommen. Jetzt muss ich erst warten, bis der Typ wieder weg ist. Und den will ich ja noch beklauen. Ja, richtig. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Kann ich den da unten auch beklauen? Gucke ich mal eben nach. Ich habe ja eben Zeit. Nur, dass der mich nicht sieht hier. Nee, das sieht nicht so aus. Okay, und der kommt schon wieder zurück. Sehr gut. Schwermut ist überall. Schön. Okay, dann verstecke ich mich mal eben da. Bis der wieder kommt, dann beklaue ich den. Ja, jetzt komm wieder zurück. Harte Zeiten. Was macht der denn da? Ah, jetzt kommt er wieder. Unten bleiben, Garrett.
sollte mich nach Denkport schleichen. Ups. Der dreht sich gleich nochmal um. Nö, doch nicht. Geht gleich pinkeln. Nichts zu tun, außer die... Was? Da! Ja, komm. Tut mir leid, aber das musste sein. Ich war zu langsam. Ach, das wollte ich gar nicht, aber naja, zu spät. Die Typen kann ich sowieso nicht leiden. Weiß ich, ich meine, die sind nicht besser als die... Ach so, ja, da, ja, die Wanne ist voll. Da sind die Typen von der Wache ja irgendwie auch nicht, meint hier lang, oder? Die sind auch nicht gerade sympathischer, aber ja, irgendwie mag ich die noch weniger. Ja, raus hier. Ich muss zusehen, dass ich mich von vorne irgendwie reinschleichen kann, aber wahrscheinlich kriege ich das auch nicht hin. Wir werden es gleich sehen. Ich will auf jeden Fall noch da hinten hin. Da gibt es bestimmt was zu holen. So. Raus hier. Ach komm, Geralt, das hast du doch schon mal aufgemacht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da. Hof des Zollbüros, ja. Da oben. Nee, Moment mal, da wollte ich doch... Doch. Da drüben waren wir ja auch schon, genau. Nee, da, ich dachte, da gehen zwei jetzt rum, aber tun sie wohl doch nicht. Und runter da. So, das war nicht so hoch. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Da hinter der Kiste an der Säule, da steht noch jemand. Ah, hier. Habe ich da gerade jemanden gesehen? Nein, ich hast du nicht. Gesehen. Niemand. Eine Sorge weniger, schätze ich. Ach nein. Ach, Geralt, du sollst da nicht hin. Nicht holen, Ungläubiger. Nix Ungläubiger. Da. Dort versteckt er sich. Ich glaube, ich hätte doch besser hochkrabbeln sollen. Geh bloß weg. Ich verliere die Geduld, Freund. Wo bist du? Hier alles auf den Kopf! Ach komm, er haut ab. Da fällt mir ein, ich könnte mal wieder speichern. Ja, wenn die weg sind, nicht, dass sie mich doch noch erwischen. Mist, die Schatten haben ihn verschluckt. Halten wir vorsichtshalber die Augen offen. Jetzt wäre eine günstige Gelegenheit, da schnell vorbeizuhuschen, wenn die abgelenkt sind. Ja, gut, aber. Ah, Mist, ich bin wieder zu unvorsichtig. Ich setze dir einen Schuljunge bei seinem ersten Stelldichein. So, jetzt aber speichern. So, zack. Ah, der hat sich nochmal umgesehen. Gut. Jemand ist in der Nähe. Das spüre ich. Jetzt kommt er wieder zurück, ey. Ja, nur bis dahin. Also, Leute. Ich will euch ja gerne so umgehen, aber wenn ihr mir keine Wahl lasst, dann muss ich da kurz einen Prozess machen. Jetzt gehen die beide dahin, wo ich eigentlich hin will. Ja, der eine kommt wieder. Aber ich bin hier im Licht. Wo ist denn der andere? Mich hell. Wo ist der jetzt? Das Feuer kann man nicht ausmachen übrigens. Das hier, das da. Da habe ich schon mal drauf geschossen. Beim Test vor der letzten Aufnahme. Da hatte ich ja die lange Pause. Ihr könnt euch ja sicherlich noch daran erinnern, als ich das erzählt habe. Und dann habe ich das mal ausprobiert, aber es geht leider nicht. So, der eine ist da hinten. Der hat da seinen Posten verlassen. Und wo ist jetzt der andere? Der ist im Loch. Ah, da kommt er wieder. Und ist gleich aufmerksam geworden. Der kommt jetzt wieder hierher. Ach, Mensch. Was soll ich denn sonst arbeiten? Soll ich den Kanal schrubben? Ach, wie kann man denn die umgehen? Ich muss es einfach ausprobieren.
Oder K.O. schlagen, ja, das geht natürlich auch. Was soll ich denn sonst arbeiten? Soll ich den Kanal schrubben? Wo ist denn der andere? Ach, da ist er. Ah, ja, so geht's natürlich nicht. Ja, komm dann hoch. Haben sie mich doch noch gesehen jetzt? Ach komm. Ja, dann schieß mich tot. Ja los, mach mal Hände. Ah Mann, ey, das nervt. Aber gut, was soll's. Ja, dann mache ich jetzt kurz einen Prozess mit ihnen. So. Mann, ich lass nach. Hey, ich soll schleichen und nicht tot machen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, das war jetzt auch gerade unglücklich, ne? Wenn man nicht weiß, wie es da aussieht, ist mir jetzt egal. So. Der. Was war das für ein Pfeil? Ja, ich brauche den hier. So. Ja. Das will ich nicht gerne tun, aber der ließ mir keine andere Wahl. Weg vom Feuer, ey. Das ist echt gemein. So, und da hinten steckt noch nur der andere. Ja, man kann da aber auch kaum irgendwie... Man kann da auch kaum irgendwie durch. Nee, ich muss darüber... Ah, da ist er. Ach, verdammt. Er guckt hierher, okay, jetzt... Es wird spät. Jetzt steht da noch ein anderer irgendwo da. Oh, Moment mal, dann werde ich besser mal speichern hier, so. Der geht da hin. Okay, dann kann ich ja mal... Diese bohrenden Kopfschmerzen. Ich sehe kaum, wohin ich schieße. Er geht da einmal in die Runde, okay. Dann ist dieses Quadrat hier eben kein Obelisk, sondern eben diese Ecke hier. Die Götzen sind schon auf der Brücke. Ich werde in North Crest Manor wohl nicht viel Zeit haben, bevor sie dort fertig sind. Moment, ich muss mir mal eben da hinten verstecken. Ja, Geld, so sieht's aus. Ich muss da hinten hin. Ah, okay. Moment, also jetzt... Ja, und da drin ist irgendwie gar nichts. Auf jeden Fall bin ich auf dem richtigen Weg. Ich muss da hin. Ja gut, ne, dann... Gehe ich da eben rein. Und wir fangen den nächsten Teil der Hauptmission an. Ich lasse den eben noch vorbeigehen. Nicht, dass der mich jetzt so in der Zucker doch noch sieht. Okay. Der hat ja was im Gürtel. Nee, sieht nicht so aus. Aber ich wüsste gerne, ob da noch was zu holen ist. Also hier bestimmt ist da noch irgendwas. Da ist ein Schrank, okay. Dreh dich mal wieder um. So, gut. Ach, der Gestank hier ist widerlich. Ja, aber da ist nix. Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann durch das Tor da. Ich muss mehr schlafen. Oh, Moment mal. Da ist doch was Blaues. Das wollen wir uns doch mal nicht entgehen lassen. Gut, anheben. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Oho. Ah, da blitzt was. Da war doch auch was hier. Ah, die Börse. Und der leckere Fisch. Bäh. Also diese Fische gibt es wirklich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber die gibt es wirklich. Auch mit so einem langen Dorn da, so einer Nase und diesen aufgestellten Flossen. Aber ich glaube, die sind viel größer. Die werden auch gejagt. Und ich habe das mal im Fernsehen gesehen, also vor Ewigkeiten. Das sind Schiffe, so Fischerboote eben. Und die, was weiß ich, die sind ein paar Meter lang eben.
Und die haben da vorne raus so einen Steg und der ist so lang wie das ganze Boot. Dass man sich nämlich diesen Fischen mit dem Boot annähern kann, aber von dem großen Schatten des Schiffes hauen die ab. Aber wenn man dann ja noch, was weiß ich, so 5 Meter oder 10 Meter voran, dem Boot voran ist sozusagen, dann kann man sie wohl kriegen. Deswegen macht man das so. Das ist übrigens, jetzt komme ich ins Erzählen, ey, da liegt, ach so, ja. Das ist übrigens auch diese Taktik dieser Plesiosaurier gewesen. Die Dinger, die mit dem langen Hals, die unter Wasser waren. Das gleiche Prinzip, ja, von dem dicken Körper haben sie Fische Angst und hauen ab, aber wenn der Kopf schon 5 Meter voraus ist, dann kann der Kopf an diesem langen Hals mitten in den Fischschwarm hineinstoßen und da einzelne Fische raushauen. Okay, so viel zu dem Thema. Jetzt soll der mal wieder weggehen. So. Jetzt gehen wir da durch. Kapitel 6. Ein Mann für sich. Ja, das will ich anfangen. So, ich habe gerade keine Ahnung, worum es da geht. Ja, wir werden es gleich sehen, ne? Ist es da? Erin ist am Leben. Dennoch fühle ich mich dadurch nicht besser. Sie verbringt mehr Zeit in meinem Kopf als ich selbst. Anscheinend ist sie erfüllt von der Urkraft und hat sie irgendwie verderbt. Der Schaden ist immer noch da, drängt aufgrund von Northcrafts Experimenten durch die Mauern von Moria nach draußen. Er hat sie deswegen verschleppt. Den letzten Satz konnte ich nicht mehr sehen.